Hallo Leute, willkommen bei der Sims 4 Pflanzensim Challenge. Derwin will sein Leben als Pflanzensim verbringen. In dieser Challenge helfen wir ihm dabei, das zu schaffen. Dies ist Teil 3. Ja, Derwin hat sich hier noch in ein unangenehmes Gespräch mit Wolfgang Munch verstrickt. Ich glaube, der gehört auch zu den bösen Teenies. Und da ist noch ein Pflanzensim, sehr gut. Der sieht aber nicht nach Stimmung aus. Wir probieren es trotzdem. Ja, immerhin freuen die sich immer. Oh, hier ist auch noch eine. Da machen wir auch gleich mal Fragen. Die sieht zwar auch nicht nach Stimmung aus. Da ist man dann schon verführt, die Stimmung zu ändern. Nö, hat keine Stimmung. Aber der Derwin hat auch noch gar kein Charisma. Das dürft... Oh, oh. Er hat was gekriegt. Eine Verspielung. Sehr gut. Und ich habe es ihr gar nicht angesehen. Na wunderbar, dann hat er jetzt ja schon 4. Das ist gut. Da ist noch einer. Wir probieren den einfach mal. Um eine magische Bohne bitten. Ob der wohl eine Stimmung hat? Ja, irgendwie schillert der so ein bisschen. Schräger Humor-Festival brauchen wir nicht. Eine unwohle Bohne, die hat er, glaube ich, schon. Na, aber immerhin. Er sahnt doch ganz schön ab. Ah, es wird Abend und die Kinder kommen zum Park, um die ganze Nacht durchzuspielen. Das sieht ihnen ähnlich. Oh, und hier könnte er schon ein Löwenmäulchen ernten. So, da, von ihr hat er, glaube ich, schon. Ja. Na komm, gehen wir auf. Ja, da kann er nicht wieder... gleich wieder eine kriegen. Nach einer Weile natürlich schon, aber nicht so schnell. Na, wenn er ein Löwenmäulchen hat, dann kann er, auch wenn er weiter fortgeschritten ist, Drachenfrüchte züchten mit der Erdbeere. Die er ja auch hat. Ja, 17.40 Uhr, ich denke mal, so... allmählich geht das Pflanzensim-Aufkommen zurück. Ich gucke nochmal, ob da noch irgendeine einläuft. Und dann schicke ich ihn gegebenenfalls zurück zu seinem eigenen Grundstück. Wer kommt da? Nö, das ist auf jeden Fall kein Pflanzensim. Okay, wir fahren heim, Derwin. Jawohl. Dann pflanzen wir zuerst mal hier die neuen Pflanzen. Ich glaube, das kannst du auch mal machen, Derwin. Also die wütende und die verspielte und die selbstsichere und die andere ist sowieso deaktiviert hier. Ja. Wunderbar. Gut, prima. Oh, und ein Löwenmäulchen. Das setzen wir mal möglichst nah zu irgendwelchen anderen. Björn Bjergsen. Aha, lädt zum Schräger Humor Festival ein. Hier müsste eigentlich noch ein Pflänzchen hinpassen. Pflanz das mal. Ich glaube, dieses Festival passt nicht so ganz zu seinem... Das Gewürzfestival würde ich ihn wohin schicken, weil da gibt es immer interessante Pflanzen. Und auch das Romantikfestival. So. Ja. Hier bewässern. Na, immerhin hat er jetzt Level 2, dann kann er...
wie heißt das? Weiterentwickeln, wenn das denn mal ansteht. Ja. Ich nehme an, du hast Hunger, ja. Oh, und sehr wenig Spaß. Dann ess doch einfach mal ein Müsli und dann noch einen Joghurt. Und danach räumst du... Er braucht einen Mülleimer oder ein Becken. Er hat einen Mülleimer. Naja, dann... Und ein Becken hat er auch. Das scheint momentan irgendwie verbuggt zu sein. Die Shivas-Tochter hatte da auch arge Probleme mit. So. Jeps. Ja, ich lasse dich dann einfach nochmal diverse Sachen erledigen. Gehst nochmal aufs Klo und gehst duschen und dann liest du nochmal ein Buch. Etwas lesen. Und das lasse ich einfach mal schnell durchlaufen. Ja. Ja, selbst das Speed-Essen dauert eine Weile. Aber er ist jetzt satt. Das ist gut. Man kriegt ihn also schon satt mit diesem Kühlbox-Essen. Soll ja auch nicht lange dauern. Na, da sprießen schon die Pflanzen. Das ist gut. Und das hier leuchtet so schön. Jo. Okay, der Spaß verbessert sich. Warum bist du schon wieder dreckig? Hattest du nicht geduscht? So, schlafen. Jawohl. Und ich räume in der Nacht mal auf. Wie ein Heinzelmännchen. Aha, Wladislaus. Na toll. Der kommt jetzt bestimmt gleich vorbei. Ja, wir hatten auch noch keinen Knoblauch zum Ernten. Nun ja. Nö, ist nicht gekommen. Das ist gut. Sehr gut. Ja, prima. Dann ess doch einfach mal was. Solange du noch hungrig bist... Okay, und am besten gleich zwei Sachen. Und dann kannst du hier mal deine Pflanzen bewässern. Und ich werde mal sehen, wie weit der eine Bewässerungsbefehl ausreicht. Ja, das können wir. Ja, immerhin geht er dahin. Und dann geht er dahin. Dahin auch, das ist gut. Ah ja, nur in dieses Eck geht er nicht. Na, die könnten wir eigentlich dann auch näher ranrücken. Gut, ja, geh du mal schwimmen. Und ich versetze mal deine Pflanzen ein bisschen. So. Jawohl. Dann kommt hier der andere Apfelbaum hin. Ist zwar so ein bisschen schade, dass man das nicht so, ja, organischer verteilen kann. Aber ich finde, so passt das auch. So. Das dürfte er dann alles in einem Aufwasch hinkriegen. Okay, dann schicke ich ihn nochmal aufs Klo und noch was zu essen und gucke dann gleich mal, ob inzwischen Pflanzensims hier aufkreuzen. Ja, da laufen Leute. Nö, nix grün. Das ist wieder Yuki.
Die kommen immer von da oben oder gehen dorthin. Ich finde das lustig, wie die Sims so immer so feste Routen haben. Und dann latschen sie hier so lang, bis sie dann da hinten irgendwo verschwinden. Ja, kein Pflanzensinn. Ich werde es trotzdem mal versuchen abzuwarten, ob die vielleicht gegen Mittag hier aufkreuzen. Denn hier wachsen Zitronenbäume heran und Kirschbäume. Und ich fände es schön, wenn die Zeit hätten zum Reifen, dass er die auch noch ernten und anbauen kann. Und hier gibt es dann irgendwo Zwiebeln. Genau. Und Glockenblumen. Und die wachsen natürlich nur, solange wir und Derwin hier sind. Jo. Also sagen wir mal, ich warte vielleicht bis 12, ob hier Pflanzensims auftauchen. Und wenn die nicht kommen, gehen wir wieder zum Park. Schon ein ruhiges Fleckchen hier. Aber schön. Na, er bringt freiwillig was zum Müll, das ist sehr gut. Und das hier kannst du nochmal bewässern. Und da kann er auch schon was ernten. Dann kann er sich das in die Tasche stecken, um geschützt zu sein vor dem Vampir. Ja, hat er schon drin in der Tasche. Das Müsli hat er auch in der Tasche, das ist ja gar nicht so schlecht. Ja, ich bin ganz verliebt in dieses Grundstück. Hat nicht viele Features, aber das ist ja auch gerade der Witz davon, dass es irgendwie minimalistisch ist. Oh, und hier wachsen Brombeeren, die brauchen aber lange. Tja. Also, keine Pflanzensims weit und breit. Ja, mein lieber Derwin, wir reisen wieder. Ja, dann zieh dich mal wieder an. Aha, Björn Bjergsen hat angerufen. Ah, er will zu der Gruppe Gartenzwerge einladen. Na, das finde ich doch mal eine lustige Idee. Ja, ich würde sagen, das machen wir. Weil es ja, aha, und Moira gratuliert. Willkommen in der Gruppe Gartenzwerge. Wunderbar, wir halten eine Gruppenversammlung ab und würden uns freuen, wenn du dich dort vorstellen könntest. Wir treffen uns hier im Hasenbau. Ja, triff uns im Park. Ich würde sagen, ja, da schicken wir ihn jetzt einfach mal hin, ist ja auch ein Park. Ja, dann begrüß doch einfach mal alle freundlich mit Tag verschönern. Mit Moira hattest du ja keinen so guten Start. Okay, von Herzen kommendes Kompliment. Das sind sie auch schon, die ganzen Gartenzwerge. Ja. Ja, dann sagt man noch was Nettes zu ihr, damit sich das verbessert. Kennenlernen, über Gefühle reden in Bezug auf Gartenzwerge. Mit ihm hat er ja schon ein bisschen mehr Beziehung. Ja, Moira ist gut. Das ist schon viel wert. Tag verschönern. Okay. Ja, ich guck mal wieder nach Pflanzensims.
Also natürlich habe ich ihn hier in dieser Gruppe eintreten lassen, weil das eine Gärtnergruppe ist. Und wo laufen hier die vielen Pflanzensims rum? In anderen Videos habe ich hier schon Pflanzensims gesehen. Also prinzipiell gibt es die auch hier. Immerhin laufen da Leute. Das ist wohl deren Ameisenstrecke, wo sie langlaufen. Ist das nicht ein Pflanzensim? Ja. Na, dann musst du mal zu dem flitzen. Ich hoffe, er hat irgendeine Stimmung. Ja, er hat eine Stimmung. Aber vielleicht eine, die er schon hat. Wir werden sehen. Und da ist noch einer. Ja, super gut. Dann bitte den. Stopp. Bitte den auch mal um eine magische Bohne. Die Moira und der Björn, die waren ja auch schon mal Pflanzensims. Das wird ja anscheinend ziemlich willkürlich an- und ausgeschaltet. Na, da muss er sich jetzt aber beeilen. Lauf schnell, schnell. Mal gucken, was die Aktivitäten sind. Garten pflegen, angeln und Frösche suchen. Ja, da bleibt hier eigentlich fast nur eine selbstsichere magische Bohne. Okay, hat er zwar schon, aber doppelt gemoppelt hält besser. Ah, da ist Mila, Mann, scheißt sie, glaube ich. Ja, Mu oder Munch. Mit der hat er auch schon eine negative Beziehung. Und da läuft noch einer rum. Ja, die sind hier jetzt so richtig häufig. Wenn es erstmal losgeht. Aber hier muss man ganz schön in der Gegend rumflitzen. Da bettelte ein an. Noch eine selbstsichere Bohne. Man müsste die beim Flohmarkt verkaufen, tauschen können. So, jetzt rennt er zur Mila. Er braucht noch, ich glaube, verspielt hat er schon, oder? Auf jeden Fall hat er noch nicht flirty. Ah, sie hat keine Stimmung. Und von ihm hat er schon eine gekriegt. Ja. Ich meine, mit dem Kokett könnt er ja mal versuchen, wenn da irgendwie eine nette Dame ist, die ein bisschen anzuflirten. Aber das dürfte sich als schwierig erweisen. Noch eine selbstsichere. Na prima. Da kann er einen Laden mit aufmachen. Da läuft noch einer rum. Den hatte er gerade schon. Gibt es irgendwie Marco ist der erwachsene Offermann und Mirko ist das Kind Offermann. So. Ach, da sind die ganzen Gartenzwerge. Na, dann geh doch einfach mal hier zu den Gartenzwergen dazu und angel mit denen. Das ist doch lustig. Ja, dann verdienen sie auch Pünktchen. Mir war gar nicht bewusst, dass man hier auch angeln kann. Ist ja schön. Ich angel ja sehr gerne mit meinen Sims. Ah, das Licht wird schon wieder so rötlich. Dabei ist es noch nicht mal 4 Uhr nachmittags. Da ist der Marco Offermann wieder. So, und sie, hat sie inzwischen irgendeine Stimmung?
Stopp. Tja, wenn man das jetzt wüsste. Ich gucke sie mir mal genau an, weil da muss er ja ziemlich weit laufen, um da hinzukommen. Nee, die sieht nicht nach Stimmung aus. Die leuchten ja so ein bisschen in der Farbe von ihrer Stimmung. Da sitzen welche, drei gleich, gemütlich unterm Baum. Und hier eine Zitrone hat er gefangen. Na, das ist doch gut. Dann kann er sich einen Zitronenbaum anbauen. Und er, Viktor Feng? Ich lasse ihn mal den Viktor Feng nach einer Bohne fragen. Oh, und ich sehe gerade, ich habe schon länger als 20 Minuten hier. Und darum werde ich dann gleich, wenn er den Viktor gefragt hat. Oh, und ich habe mal wieder keinen Screenshot gemacht. Voll Schande. Oder habe ich einen? Nee, ich glaube nicht. Okay. Hat er eine Stimmung? Sieht nicht gut aus. Nö. Hat's versucht. So. Mal gucken, ob die da noch angeln. Ja, die angeln da noch. Dann schicke ich ihn einfach noch mal hin zum Angeln. Und dann mache ich davon ein Screenshot, denn das ist ja schon irgendwie das heutige Ereignis des Tages, dass er einem Club beigetreten ist. So. Und eine Zitrone geangelt hat beim Gartenclub. So. Derwin, wir warten auf dich. Ja, er hat was gefangen. Da ist er. So. Wunderbar. Gut. Dann wäre der Screenshot auch erledigt. Ich beende mal die Versammlung und mache mal einen Cut. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.